Herzlich willkommen zurück auf dem Channel der First Fighting Penguins. Ja, eine Woche ist mal wieder vergangen und natürlich wieder ein neues Replay. Diesmal haben wir eins von unserem Spielburg HD von den First Fighting Penguins Platoon Smoke in seinem EBR 75 FL10 auf der Karte Redshire. Spielt gegen Gleichstufige und eine Stufe höher, sprich gegen 9er und 8er. Eigentlich wirklich machbares Setup, auch mit der Karte und dem Radpanzer. Eigentlich doch sehr dankbar. Kann man doch einiges mitmachen. Am Anfang jetzt ja natürlich erstmal ein bisschen sortieren, wer fährt wohin. Gibt es immer ein bisschen Rangelei. Da sehen wir auch direkt, er fährt die typischen Standard-Posis an, die man mit gerade mit einem EBR anfahren kann und sollte. Ja, einfach wirklich diesen Hügel, wo er jetzt gerade dran steht, wirklich einfach counterspotten, um da den gegnerischen Scouts möglichst wenig Freiraum zu bieten. Er hat auch schon beide Scouts aufgemacht, den LP und den HWK. Ja, der LP, der wird sich jetzt auch gleich wahrscheinlich verabschieden. Ja, da ist er schon hops. Der HWK ist auch gleichzeitig raus. Hat er jetzt auch schon 2000 Spots zusammen. Ah, und direkt auch aggressiv dran. Die Heavys gespottet. Glück gehabt, dass der 50 TP nur die Räder getroffen hat. Ah, da kann er also unbeschadet wieder weg. Weitere Spotten oder dort verweilen, das wäre jetzt Quatsch. Das sind jetzt da die Heavys. Das wäre jetzt wirklich ja, vergeudete Qualität. Ja. Da ist der Scout doch besser aufgehoben als auf der anderen Seite, wo er jetzt sich jetzt auch befindet, um da wirklich Schaden anzubringen und auch dann da zu spotten. Schön einmal dem Ude, einen mitgegeben dem Udes. Ah, wir sehen es auch hier schön. Das Spiel, ja, mit dem verschiedenen Modi, ja, dem Mobilitätsmodus und dem Fahrmodus, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, schön auch da die Arti eingezielt gehabt. Da sind wir schon bei 3296 und die Runde ist jetzt gerade erstmal rund 2 Minuten alt. Ja, also hat das bis jetzt schon ordentlich gemacht. 4 zu 1. Seinen Leuten viel aufgemacht. Ja, Standard B auch wieder nur in den Rädern hängen geblieben. Wir sehen es hinten rechts, das Rad hier. Ja, das eiert ein bisschen vor sich hin. Tiger 2 auch noch nebenbei gespottet. Ja, genau, da ist jetzt wichtig. Sie versuchen so ein bisschen da rauszuziehen, bis der Reifen fertig ist, weil wieder repariert ist. Sein Reparaturkit hat er auch wieder in wenigen Sekunden parat. Da kann man also wieder frohen Mutes gleich einmal dem Standard B Hallo sagen gehen und begrüßen. Ja. Ah, aber dann nimmt er noch ein bisschen Abstand von, versucht den T95 wahrscheinlich nochmal aufzumachen. Lädt jetzt auf HE um. Warum, wieso, weshalb? Das bleibt Intuition wahrscheinlich. Aber da ist auch schön der Borask offen im Cap. AFK natürlich. Ja, nimmt man gerne mit. Wir haben es auch wieder jetzt gesehen. Das Typische für die EBRs, ne, mit der Magnetvisierung. Einfach fahren und schießen. In den meisten Fällen trifft man tatsächlich damit. Und wenn das gegnerische Ziel auch noch steht, ne, AFK, da steht wieder Boras, dann ist natürlich äußerst dankbar. Ne, ist klar. Ja, jetzt hat er gleich noch nachgeladen. Sieht jetzt clevererweise, ne, wir machen ganz kurz eine Pause, dass hier die Su, da ist jetzt mehr zu holen, beziehungsweise das Team besser zu unterstützen mit auf der Flanke, auch wenn es hier deutlich mehr sind. Deswegen nimmt er sich jetzt erstmal wahrscheinlich die Su vor, ja, anstatt den Borask. Weil der Borask, den kann man sich immer noch holen gleich, der läuft nicht weg. Die Su ist abgeprallt. Mal kurz schauen. Wie sie abgeprallt ist. Sie hat hier schön auf die Gunspitze hier geschossen. Ja. Deswegen kein Schaden. Jetzt kann man sich gemütlich den Borask noch holen. Ah, okay, hat einer der Gegner schon. Oh, da hat die Art jetzt einmal Schaden anbringen können. Auch da die richtige Wahl, das Rad zu reparieren, anstatt die Kanone. Ja. Von der Mobilität leben ja bekanntlich diese Radpanzer. Ah, da stand der B, wir sehen es, er kommt in unserem
Spielburg HD, der rückt dann jetzt gleich auf die Pelle, oder beziehungsweise versucht es. Ja, 827 Lebenspunkte hat er noch, also das ist kein Panzer, den man mit zwei Schüssen rausholen kann. Ja. Hat aber auch noch einmal mitbekommen, der Standard B. Jetzt kann sich Spielburg da auch schön an den Standard B rantrauen aus der Distanz ein bisschen. Ja, schön mit der Standard APCR. Ja, also auch mit der kaputten Gun. Also das kann man auch immer noch durchaus gut was treffen mit dem Teil. Ja, da sehen wir es jetzt auch schön im Auto-Aim während der Fahrt. Hat sich den Standard B da hingerafft. Also nur dann der Sektorion 5-1 über. Ja, 52 Punkte, ob er dann noch was kriegt. Ich denke mal nicht. Ne, da ist er jetzt auch tot. Ja. So. Damit ist die Runde auch schon vorbei. Ja, wir sehen es, die ganze Runde. Ich sag mal, rund 5 Minuten. Das Ganze entschieden, 15 zu 13. Fast 3000 Schaden. 5422 Schaden ermöglicht. Einfach, weil er wirklich hier die beiden Scouts clever gespottet hat. Hier die Heavies. Hier auf diesem Hügel. Ja, 4er, 5er Hügel. Also wirklich sehr, sehr gut gefahren mit dem Panzer. Und ich denke mal, jeder bekommt einen Eindruck davon, wie man diesen Panzer auf dieser Karte wirklich fahren sollte. Aber schauen wir doch nochmal schnell zum Abschluss rüber, was die Gefechtsauswertung so sagt. Ja, was sagt uns die Gefechtsauswertung? Schon auf den ersten Blick können wir direkt sehen, dass wirklich Spielburg HD die Runde wirklich sehr gut gespielt hat. Man sieht es ganz deutlich an der Base XP, 1605 Base XP. Einfach durch den Schaden, den er gemacht hat, die fast 3000 Schaden, die 5500 Spot-Schaden, die er gemacht hat, die 3 Kills dazu. Also das war wirklich eine sehr ordentliche Runde von ihm. Und ja, wie ich es vorhin auch schon gesagt hatte, ich denke mal, jeder bekommt einen Eindruck davon, wie man auf der Karte mit einem EBR fahren sollte. Ja. Ruhig mutig da dran, an diese Hügel, einfach um da dem Gegner den Platz zu nehmen, selbst die Scouting-Position einzunehmen, gerade in diesem Gefecht war es ja sehr dankbar, es gab keinen Radpanzer auf der Gegenseite. Aber trotzdem ohne weiteres gut gemacht, ja, das muss man ihm wirklich lassen. Ansonsten denke ich mal, braucht man nicht mehr viel dazu sagen. Und hoffe, es hat euch gefallen, dieses Replay. Ja. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Wünsche habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, kommt zu uns auf TS. Wie immer ist unter dem Video in der Beschreibung ein Link zu unserer Homepage. Da findet ihr dann auch Informationen zu uns, wer wir sind, was wir machen, TS-IP und so weiter und so fort. Natürlich würde es uns auch freuen, wenn wir den einen oder anderen wieder bei uns auf dem TS begrüßen dürften. Mit ein paar Leuten durften wir auch schon viel Spaß haben. Also es ist wirklich für jeden offen. Jeder darf bei uns mitfahren, Spaß haben und ja, vielleicht möchtet ihr uns auch beitreten. Alles überhaupt kein Problem, kommt einfach aufs TS, sprecht uns an und ansonsten würde mich freuen, wenn ihr zum nächsten Video wieder einschaltet und bleibt gesund.